ganz hoch und dann ist es auf völlig unwichtigen Gründen bis auf weiteres meinen, also seinen, vorläufig endgültigen Rücktritt vom unnötigen, also allen Amtsgeschäften. Ich, also er, erkenne die Übermacht der vereinigten närrischen Streitkräfte von Speyer an und kapituliere bedingungslos unter der Voraussetzung, dass ich, also er, unverzüglich die neuen Herrscher wirken darf, so oft sie das wünschen. Speyer, 13.02. Anno 2018, Hans-Jörg Jäger, Oberbürgermeister. Hey, da muss jetzt stehen, Marita Hoffmann, ich und nein. Er. So wie es verlesen worden ist. Ich also er. genau, er hat ja die Hände gefesselt, also kann er nichts verteilen. Leid lang zu, dahin steht's. Mehr kann ich nicht sagen. Im alten Ratssaal hier und heute der eingebundenen Narrenschar ein herzlich willkommen, auch in diesem Jahr. In der Einladung hatte ich geklagt, der Wettergott, er hätte versagt, er sei so furchtbar, grau und nass,
da vergehe einem fast der Spaß am Faschingsfeste mitzuwirken, man müsste fürchten, zu erfrieren. Seither ist Folgendes geschehen. Petrus hat es eingesehen, die Sonne schien nun zwischendurch, auch heute, ein kleiner Lichtblick immerhin. Doch konnte sich nach wie vor noch nicht verringern, das Taubheitsgefühl in meinen Fingern, das da kommt von diesem kalten Hauch, der eisig durch das Rathaus haucht. Von unten zieht er durch die Beine, ihr wisst ja sicher, wie ich es meine, kriecht durch die Sohlen meiner Schuhe, steht weiter auf den Körper zu und kommt letzten Endes dann in meinen Fingerspitzen an. Naja, doch das hier nur am Rande. Verehrte Nersche Rasselbande, habt ihr euch doch nicht eingefunden, dass ich erzählt von meinen Wunden. Seid trotz der Kälte heute gekommen, habt mich in eurem Mit aufgenommen, damit gemeinsam wir nun debattieren, den Vorschlag, den ich euch tat, präsentieren, die Verlegung dieser Angelegenheit in eine wärmere Jahreszeit. Ich leg euch eben Argumente dar. Es beginnt schon bei einer Cocktailbar. Das wäre doch ein schönes Flair. Cocktails dürfen Open Air. Die könnte direkt vorm Stadthaus stehen. Wir müssten nicht zum Ratssaal gehen. Vorm Haupteingang press vors Portal, wie wir es üben schon ein paar Mal. Denn jedes Jahr zum Weihnachtsmarkt wird dieser Eingang zugeparkt. Von Glühweinbuden reichlich viele, auf dass der Bürger draußen bliebe. Denn hat er dann nach vielen Stunden den Weg durchs Budenlabyrinth gefunden, so ist die Hoffnung, durch die Glühweinwolke hat er vergessen, was er wollte. Er zieht also von dannen brav, ungestört daher mein Mittagsschlaf. Doch, Herrje, ich schweife ab, wir hatten es von was anderem grad. Die Cocktailbar, die wäre geklärt, was die Zahl der Argumente nun noch mehr. Die Klamotten bräuchte es nicht, man könnte verzichten auf so manche Schicht. Prinzessin sagt, wäre das fix? Denkt bitte mal zu Ende fix. Bikini. Me too, me too. Punkt gewahrt. Stets einen Kaffee in der Hand. Doch eine Sache bedenke ich recht, wäre ausgesprochen schlecht. Es will wahrscheinlich niemand sehen, wie Sie hier auf der Maxi stehen. Die Präsidenten unserer Bundesrepublik. Die Lösung lautet ganz pragmatisch: etwas mehr Stoff, die Herren. Wir danken artig. Was fehlt jetzt noch zu guter Letzt, damit man fühlt, nach Rio sich versetzt? Chaos, meint ihr, im Verkehr? Na, das fällt mir doch gar nicht schwer. Wir bauen eine Ampel auf und machen einen Probelauf. Wir stellen dabei fest, geschwind, dass unsere Software spinnt und daraus resultierend Stau, der reicht Minimum bis Mannheim-Neckar auf. Ja. Also dann, was spricht dagegen, ist alles in den Sommer zu verlegen? Nun ja, in unserer feierwütigen Heimatstadt sind Sommers die Termine doch arg knapp. Zwischen Brezelfest und Altstadt-Sause gibt es keine zeitlich passende Pause. Also gut, dann lassen wir es halt vielleicht bis nächstes Jahr auch nicht ganz so kalt. Das kann man als Speyerer Narr ja nicht so einfach stehen lassen. Das geht nicht. Da habe ich mir halt Folgendes gedacht. Unser Oberbürgermeister gesellt sich zu den Narrgeistern. Ein Vorschlag wurde jetzt gemacht, zu dem sogar ein Nicht-Narr lacht. Der Rathaussturm hätte seinen Segen, doch sollte man zeitlich ihn verlegen in den Sommer, wie er meint, weil dann die warme Sonne scheint. Das wäre dann wie am Zuckerhut und das fände er halt super gut. Nee. Herr Eger, mit Verlaub, da stellen wir uns ziemlich taub. Die Fastnachtszeit, wie es jeder weiß, die ist bei jedem wieder heiß. Ein echter Narr tut niemals friere,
aus Angst erkennte Wahl verliere. Denn weil sein Fans mit Fohn abstimme, wird stets er Sympathie gewinnen. Frau Schmitz-Wetzer, etwa so. Eva, bitte. Ein Narr muss nicht mit List und Tüge sich vor dem Wählerwille drücken. Will er einen närrischen Regent, dann reicht ihm schon, wenn der nicht flennt. Lachen ist sein schönster Lohn, sowas hat hier Tradition. Und deshalb, lieber Hans-Jörg Eger, wird nix mit dem Terminverleger. In laue Sommertemperaturen, bei uns husch ein Kallspure. Bei fastnachtlichem Frathaus treiben, so muss es sein, so soll es bleiben. Die Sache hinter die Wahl zu schieben, es wäre nun wirklich hintertrieben. So nach dem Motto, schaut nur her, selbst bei den Narren bin ich schwer. Die Narren haben mich zwar verhaftet, aber lang noch nicht entsaftet. Die Konkurrenz ist abgeschleckt, die kriegen jetzt auch ein Gläschen Sekt und wir sind jetzt allerlei, bis morgen habe ich Hitze frei. Ha, das täte Ihnen wohl zu passen. Davor wären die Finger klasse. Wir rücken Ihnen an dieser Stelle am Fastnachtsdienstag auf die Pelle. So haben wir das schon immer gemacht und so wird das auch in Zukunft geschafft. So. Aber wir hätten freilich nichts dagegen und lassen Sie dafür auch leben, wenn Sie zur Narrenzusatzfete im Sommer uns Eulat täten. Ja. Wirklich wurscht, denn der Narr hat immer Durst. In diesem Sinne wünsche ich froh, ahoi, hello und ahoi. Ich muss mich bei meinem Präsidenten bedanken.